Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Let's play City Skylines. Eine neue Folge hier in unserer Stadt. Ist auch schon richtig schön, wächst und gedeiht, kann man echt sagen. Das funktioniert einigermaßen. Wir haben 5200 Einwohner. Wir haben jetzt gleich die 5,5 Marke erreicht. Sind noch halbwegs im Zeitplan. Also 6000 Einwohner brauchen wir bis Woche 75. Dafür haben wir jetzt noch 14 Wochen Zeit. Aber ihr merkt eben auch, aktuell stagniert das so ein ganz bisschen bei uns und ich weiß auch nicht genau, wie wir hier wieder Vollgas geben können. Ich denke, dass wir hier weitere Straßen einziehen. Und wir wollen eben auch ein bisschen sparen für öffentliche Verkehrsmittel. Ganz wichtig, dass wir das auch mal bald hinkriegen. Ich denke, dass wir jetzt hier nochmal zwei Wohngebiete fertig machen. Wird sich auch freuen, weil die haben hier Schule, hier haben die Parkmöglichkeiten, das wird alles, da ist noch ein bisschen Platz, denn hier können wir auch mal überlegen, ob wir das jetzt mit Wohngebieten bald dicht machen oder was wir da noch zwischen machen, ich weiß es nicht. Platz lassen für eine Universität macht aber auch irgendwo Sinn. So, Wohngebiet, Wohngebiet. Ah, die haben kein frisches Wasser hier. Müssen wir auch schon wieder weiter. Bis ungefähr hier. Aber mit den Einnahmen bin ich gerade voll zufrieden, muss ich sagen. So gut lief es ja noch nie. Wir machen 7000 aktuell pro Woche plus. Wo das hier ganz fürchterlicher Stau gerade ist. Wir müssen das hier mal moven. Hast du doch gerade irgendwo. Kurz wurde es grün. Ja, wir würden das nur mal kurz hier hinsetzen und das kommt ja dann sonst gleich wieder. Das Belegstraße wird werden. So, ich möchte nämlich nur diese Straße hier einmal auch mit der großen breiten Straße upgraden. Oh, wir haben es geschafft. Na gut. Ja, guck mal Leute, jetzt haben wir mal Kohle gekriegt. Lass mal kurz stoppen. So, ist die eine Seite hier mit Grünstreifen. Kann man mal machen, muss man aber nicht, ich weiß. Wer soll hier wieder hin eigentlich? Passt auch, dann sind die wieder zufrieden und die hier hinten sind unglücklich. Dann kann ich alles haben. So, was haben wir denn jetzt Neues eigentlich, liebe Leute? Wir haben, glaube ich, tatsächlich eine Uni erst ab 8,5. Okay. Dann würde ich doch eigentlich überlegen, dass wir hier hinten auch noch die weitere Hochschule bauen. Oder ist das mittlerweile eigentlich alles in Lot bei uns? Denn ist doch öffentliche Verkehrsmittel erste Wahl. Und zwar brauchen wir dafür einen. Achso, eine Post brauchen wir auch noch. Kommt hier ins Gewerbegebiet rein. Und führt schon mal gleich zum ganzen Teil Zufriedenheit. Das können wir hier auch mit reinpacken. Das bringt minimal Unzufriedenheit. So. Denn ein Busdepot. Das mit dem Hof für Biotreibstoffbusse. Ja, die Hof für Biotreibstoffe? Nee. Achso, Institut für Bildende Künste ist auch neu. Aber da muss ich sagen, setze ich eher erstmal auf Verkehr, bevor wir hier irgendwas anderes komisches machen. Ich will hier in unseren Kreisverkehr rein. Und dann brauchen wir Bushaltestellen. Da geht es natürlich von den Schulen, also sprich von hier zum Beispiel.
Dann fahren wir mal hier hin. Dann fahren wir hier hin. Fahren wir noch zur anderen Schule rüber. Fahren wir durchs Wohngebiet. Fahren wir hier hin. Keine Ahnung, ob die Routen gut sind, aber das werden wir ja später sehen. Fahren wir hier hin. Dahin. Und diese Pferde da jetzt so komisch, das macht eigentlich keinen Sinn. So, das ist eine Route. Machen wir jetzt hier nochmal eine durch, die zum Industriegebiet führt. Ach nee, jetzt sind wir falsch abgewogen. Ja, manchmal macht es vielleicht auch Sinn, so eine Art, so eine Umsteigepunkte zu haben, denke ich. So. Jetzt müssen wir aber hier nochmal ein bisschen durch die Wohngebiete fahren. Dann starten wir mal hier. Ach so, das ist die falsche Seite. Fahren wir hier rüber. Muss jetzt dann theoretisch auch irgendwo sinnvoll Umsteigemöglichkeiten bieten. So. Haben wir schon mal ein kleines Netz an Bussen. Einen würde ich noch machen. So ein bisschen denn dahin fährt, wo noch keiner bisher war. Auch hier vielleicht wieder mit einer Schule verbunden. Noch zur anderen Schule. Dann noch gestartet. Hinten. Na, dann sind wir mal gespannt, was jetzt hier an Bussen gleich ausströmt. Zu viel wahrscheinlich. Müsste doch jetzt eigentlich, oder? Genau, geht gleich los. Aber irgendwann, glaube ich, hat er auch in die Kommentare geschrieben, man sollte am Anfang das Budget für die öffentlichen Verkehrsmittel vielleicht ein bisschen auch runterschrauben, weil ansonsten das so viel Geld kostet und das vielleicht einfach zu viele Busse sind. Machen wir 20% weniger und dann sehen wir nachher, wie es funktioniert. Mal gucken, hier kommt jetzt nämlich ganze Armada an Bussen. Und also sich hier eine Ampel am Kreisverkehr, das geht eigentlich auch gar nicht. Das können wir über den Traffic Manager Mod aber eigentlich regeln, über die Ampeln. Warte, die kommen weg. Kreisverkehr, haben wir uns keine Ampeln. Fußgänger haben im Zweifel Pech, entweder sie kommen rüber oder nicht. Kommen sie wahrscheinlich nie mehr rüber, aber okay. Wir müssen schauen, ob das Ganze jetzt hier läuft. Aktuell sieht man natürlich, die Busse fahren los.
und verstopfen damit erstmal den ganzen Verkehr. Ach ja, Leute, wir brauchen jetzt hier auf jeden Fall Autobahnauffahrten. Würde ich versuchen von hier. Der Ort ist bereits belegt. Vielleicht nochmal ein Versuch von hier. Ja, so rausgehen. Gucken, ob das angenommen wird und auch eine Abfahrt, damit die da hinten nicht durch die Stadt müssen. So, guck mal, die ersten kommen hier sogar schon, die fahren ja schon längst. Haben wir hier aber doppelt Ampeln ist auch ungünstig. Ich glaube, die nehmen wir hier auch mal weg. Speichern, vor 4000. Hammer. Gut. Dürfte für ein bisschen Entlastung gleich im Kreisverkehr sorgen, nachdem auch die Busse sich natürlich in der Stadt verteilt haben. Müssen wir mal gucken, ob das jetzt überhaupt so geschickt war mit unseren ganzen Bussen oder nicht. Vielleicht sind es auch zu viele hier. Was geht denn los? Das muss erstmal anlaufen. Wir haben eine mega Industrienachfrage und die möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch unten mit dieser besonderen Industrie gleich decken. Aber erstmal müssen wir, noch wichtiger ist als neue Industrie, unseren Zeitplan Thema Forst und Landwirtschaft. Auf jeden Fall hauptsächlich Forst ist hier. Erstmal kurz mal gucken, Strom. Naja, geht so, ist noch ein bisschen Luft. Aber auch nicht mehr viel. Gewerbe können wir hier noch upgraden, das ist nachher klar. Vielleicht nochmal irgendwie so einen schönen Park. 15.000 botanischer Garten. Hat richtig schön große Reichweite, fast für unser ganzes Gebiet. Bewirkt bestimmt nochmal Häuseraufstieg hier in dieser Region. So viel Unterschied, 96, 80, ja doch, kostet deutlich mehr. Ist natürlich aber schöner mit dekorativen Bäumen. Lärmbelästigung, gut für mittlere Verkehrsaufkommen. Sind genauso groß, ne? Ja, genauso breit, ist einfach nur ein Upgrade. Cool, das sollten wir später mit den ganzen Straßen machen, sofern wir mal irgendwann viel Geld haben. Wir müssen die Straße mal wieder auf gerade stellen. Ach, wieso? Hä? Ich dachte, ich hätte es auf gerade gestellt. Na, vorbei. Oh nee. Das war das erste Mal hier richtig. Kann ich das denn verrückt? Naja, ist egal. Die ist schief geworden, so wollten wir das nicht. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir sind hier so in leichten Schräge. Deswegen kann man das schnell mal verpeilen hier. Ja, hier muss auf jeden Fall alles nochmal, was Gesundheit und so angeht, auch mit rein nachher. Wasser haben sie sogar noch, perfekt. Ja, mit 8000 haben wir noch nicht genug Geld fürs Industriegebiet, was wir brauchen. Also würde ich sagen, checken wir nochmal kurz. 65 Wochen, also wir haben noch 5 Wochen Zeit. Ne, 10 Wochen Zeit für 200 Einwohner. Wir sind gut im Rennen. Perfekt. So muss es bleiben. Ja, Darlehen. Wir sind noch relativ hoch verschuldet. Ist nicht ganz so cool.
Wir können aber hier jetzt noch ein bisschen Industrie ausweisen. Einfach hier nochmal reinziehen und alles, was jetzt hier an Fläche entstanden ist, Industrie vollsetzen. Gut, vielleicht noch einen kleinen Park. Für ein Tausender. Auch hier gut rein. Oder hier gegenüber. Aber mittlerweile werden wir doch stromtechnisch hier verbunden sein, oder? Ja. Die Dinger sind überflüssig. Damit. Ja, alles überflüssig. Kostet hier nur sinnlos Platz. Okay, müssen wir noch irgendwas machen. Ich denke, wir können wieder in Play-Modus gehen und uns in der nächsten Folge angucken, wie wir die 6000er-Marke erreichen, wie wir wahrscheinlich wieder Strom und so weiter ausbauen müssen, wie wir vor allen Dingen in der nächsten Folge hier unten zu diesem kleinen Waldgebiet kommen und da jetzt mal so ein richtiges Forstgebiet draus versuchen. Ich bin gespannt, ob wir es hinkriegen. Danke fürs Zuschauen. Gerne natürlich noch Kommentare und Tipps geben. Bis dahin und tschüss.